Skirennfahrer Stefan Lulitz wehrt sich wie angekündigt vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS gegen den Verlust seines ersten Weltcupsieges. Die entsprechenden Berufungsunterlagen sollten am heutigen Mittwoch in die Post gehen, teilte seine Anwältin der deutschen Presseagentur mit. Einen Antrag auf einstweilige Aussetzung der Strafe hatte der CAS vor knapp 3 Wochen abgelehnt. Lulitz hatte bei seinem Sieg in Beaver Creek Anfang Dezember in einem Aufenthaltsbereich an der Rennstrecke Sauerstoff durch eine Maske eingeatmet und damit gegen das Reglement des Internationalen Skiverbandes FIS verstoßen. Die FIS disqualifizierte Lulitz deswegen wegen eines Regelverstoßes für das Rennen und folgte damit einer Formulierung im entsprechenden Paragraphen des Anti-Doping-Reglements. Damit erbte nachträglich Österreichs Skistar Marcel Hirscher den Sieg in Beaver Creek. Marcel Hirscher erbte Sieg. Lulitz wehrt sich gegen die Strafe und begründet dies unter anderem damit, dass Sauerstoff zuvor von der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA explizit erlaubt ist und es damit einen Widerspruch zwischen FIS und WADA-Richtlinien gibt. Es geht auch darum, ob die Regel so Bestand haben kann oder im Sinne aller Athleten korrigiert werden muss, hatte Lulitz Anwältin zuletzt gesagt. Herren-Ski-Weltcup-Kalender 2018-2019 Till Sternchen Ersatz für Sölden Sternchen Sternchen Ersatz für Waldisser Sternchen 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 Stefan Lulitz disqualifiziert.